Mario Kalle, was machst du da hinten schon wieder? So, guck mal hier. Schön Insel Mario reingestopft hier. Jetzt Insel Mario, was soll denn das sein? Eine schöne Mario, eine schöne Kalle Forelle. Eine Kalle Forelle? Willst du eine Kalle Forelle? Also jetzt kannst du vielleicht eine Minderjährige in den Mund schieben, aber nicht mir. Aber ich bin nicht der kleine Timmy. Wir sind ja allein auf der Insel. Ja, probier doch deinen. Männern wird das hier schwierig auf Dauer, Minderjährige zu finden. Ja, probier doch deinen Dreck selbst. Ich habe noch nie dein eigenes Essen dich sehen. Aber, essen sehen. Ja, das, ich esse das immer nur erst, wenn das geprobt ist. Ja, glaube ich dir. Insel-Mayonnaise will nämlich niemand im Mund haben. So wahnsinnig, alle Kinder lieben Insel-Mayo. Guck mal hier, woher hast du Eier? Wie, welche Eier? Ja, für Mayonnaise braucht man Ei. Nee, warum? Kannst du auch ohne machen, wie bei Creme Brûlée. Ja gut, aber das ist doch keine echte Mayonnaise. Mayo Kalle macht doch richtig klassisch. Das ist wie hier veganer Mozzarella, ne? Das ist irgendwie so im Tapetenkleister. Alter, wie das aussieht, wenn du einen Baum hochgehst. Oh, er hat einen Bruch. Soll ich ihn hier runterholen, den Baum? Nee, ich will nur die Kokosnuss. Komm, ich hau den lieber runter. Oder hast du die Nuss? Ich hab die Nuss. Da oben hängt, glaube ich, noch eine. Komm. Weiß ich nicht, ich hole mir hier auch noch eine. Du weißt aber, wir können hier wieder einen Stich bekommen. Oder wir holen uns mal... Wow, Baum fällt. So voll Regenwetter hier. Wie Regenwetter? Ja, Regenwetter, siehst du nicht? Quatsch, hier ist doch kein Regenwetter, du. Ja, doch, voll wolkig am Himmel. Naja, wolkig. Kannst du trotzdem einen Stich bekommen? Ach. Ich werde lieber mal vorsichtig. Oh, die Kokonat, sie rollt. So, jetzt kann ich sie trinken, ne? Also erst heute. Ja, genau. Erst trinken. Das hat mich echt erquickt. Trinkbare Kokosnuss, leer trinkbare Kokosnuss. Ja, aber ich brauche viel mehr Kokosnuss. Das reicht mir nicht. Ja gut, aber so ein bisschen ist halt schon, reicht ja erstmal. Ich glaube, ich gehe mal erst unser Boot holen. Ach so, ja, da ist auch noch ein bisschen was drin. Vielleicht ist da irgendwie ein Gatorade oder sowas. Schön Powerade. Oder ich segel mal rüber auf eine andere Insel. Auf einmal sind hier voll viele Blätter erschienen. Gerade war nichts, auf einmal Kresse überall. Schöne Landkresse. Da kannst du bestimmt irgendwas Leckeres draus kochen, Mario Kalle, oder? Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht dann irgendwann jetzt auf Dauer mal eine größere Insel dann suchen, ne? Ja, aber sind die anderen Inseln denn wirklich so viel größer? Guck mal, hier ist auch ein bisschen... Oh, Alter, hier ist ein Rochen. Jochen, der Rochen schwimmt hier rum. Der Jochen-Rochen, warte, der sticht, ne? Sticht der wirklich? Was ist los? Oh Gott! Was passiert? Ich hab defekliert. Wie jetzt, du hast defekliert? Ich hab defekliert. Er hat sich hingehockt, einen Durchfall gehabt. Und hat ich dann komm, gesagt... Ich komm nicht raus hier. Jetzt... Jetzt bin ich drauf, oh, auf dem Boot. Oh, Gott. Wie, jetzt du hast Durchfall? Ich kack alles voll hier. Oh, ich habe einen Kompass gefunden und Sardinen und Bandagen. Oh nein, ich dehydriere, weil ich alles voll geschiedet habe. Was ist denn das hier? Alter. Jetzt hör mal auf, hier alles voll zu schieten und... Okay, Moment. Ein bisschen viel Kokosnuss. Aber warum? Bleib doch hier, wenn du jetzt auf der anderen Insel bist. Na, ich will das Boot Sinn. Einfach rüberholen. Hä, wie rüberholen? Alter, hier ist ein Hammerhai. War das schon immer ein Hammerhai? Weiß ich nicht. Oh! Hier bei mir ist ein Hammerhai. Ey, das Spiel ist nicht sicher zum Klettern hier, ne? Nein, warum auch? Das ist voll gefährlich. Er klettert da einfach rum und stürzt sich x-mal in den Tod. Geisteskranker. Guck mal, einen Tag haben wir jetzt überlebt. Das reicht ja auch erstmal. Reicht doch auch, ja. Die Leute machen schon Wetten, wann der Erste stirbt. Und ich glaube, du bist da gut dabei. Also ein kleiner Kletterunfall, das könnte natürlich... Guck mal, du bist jetzt schon total am Ende. Du hast in deine Wunde defekliert, was eine richtig dumme Idee war. Nein, ein Wickel aus Kot hilft nicht, okay? Kotwickel. Kotwickeln ist keine gute Idee. Wie kann ich denn das Boot an Land ziehen? Komm mal her. Weiß ich nicht. Warum soll ich denn jetzt da deine Probleme regeln? Ne, weil mir war das Boot jetzt erstmal egal. Ich will zweifeln. Nee, ich komme hier immer... Oh, ich bin schwarz. Muss ich? Ich habe voll den verbrannten Arm. Ja, ich sag ja Aloe und so. Ne? Ja, aber Aloe gibt's hier nicht auf der Insel. Das ist eine Insel ohne Aloe. Ja, da müssen wir weiterziehen, aber halt nicht alleine. Es bringt nichts, wenn du dann auf eine andere Insel fährst und sagst, boah, oh, ich kann ich auch eine Kokonat haben? Jeder eine? Weil ich bin extrem... Ess davon aber nicht zu viel. Extrem... Ja, ich will nur trinken. Ich bin super durstig. Moment, das ist die empty und die ist noch voll. Ja, ich schmeiß die leeren erstmal hier ans Feuer. Eine Kiste? Können wir eine Kiste bauen? Ja, weiß ich nicht.
Warte mal, ich schau mal, ob wir eine Kiste bauen können. Richtiges Essen wäre halt geil, ne? Auf Dauer. Deswegen und richtiges bräuchten wir jetzt halt. Wir haben doch, guck mal hier, wir könnten doch bestimmt. Ich krieg schon voll die Pocken, ey. Ich krieg irgendwie Ausschlag. Oh Gott, was hast denn du alles? Zeig mal her, komm mal her hier in den Schatten. Gott, du siehst schlimm aus. Warst du schon immer so abgeranzt? Was ist denn mit deinem Arm? Du schlägst weiß ja schon Blasen. Es, aber, ja, sag ich ja. Richtig zerknuspert. Also willst du jetzt wirklich in der Supersonne, in der Super-Ultrasonne. Du weißt, Kachelmann warnt immer vor der Sonne. Wenn du mich jetzt fragst, ob ich auf eine andere Insel wirklich fahren will, wo ich jetzt dreimal gesagt habe, lass erstmal hier bleiben, damit wir überleben können. Dann let's go. Ich habe nie gesagt, dass ich auf eine andere Insel will. Dann machen wir hier erstmal Essen. Obwohl, Essen brauchen wir eigentlich gar nicht, denn Essen sieht gut aus. Ja, noch, aber es geht auch dann schnell runter. Ja, dann bau doch mal hier so einen Spieß. Wenn man so viel Kokosnuss ausscheißt wie ich. Ich nicht. Wirklich, ich vertrag das irgendwie. Ich hab einfach besseres Magen. Du erst mal drei Stück hintereinander, dann siehst du mal wieder Abschurz. Ich bin auch nicht so nusssüchtig wie du. Deine Nusssucht, habe ich immer gesagt, deine Nusssucht wird irgendwann zum Problem. Ach so, ich brauchte nämlich Holz, genau, und ich hatte noch keine Axt. Hast du so Sticks, normales Holz? Du musst normale Sticks finden. Hier ist einer. Ich habe noch einen Anzünder. Ne, ich habe auch keine Sticks mehr. Hier ist Holzstamm, aber ich brauche nur Holzstöcke. Ich kann hier irgendwas zusammenschlagen. Ja, aber eine Axt hält auch nicht mehr ewig. Hier, guck mal, ich peitsche ein bisschen hier den Ficus. Vielleicht gibt's da Ficusstöcke. Guck mal, hier ist noch ein Ficusstock. Ja, oh, guck mal, jawoll, das ist ein schöner Stock. Haben wir auch da hier zwei, hier ist noch einer. Ja, irgendwann haben wir halt die Insel geplündert, ne? Wir sind halt der Mensch. Er kommt, er plündert, er raubt. Wie mache ich denn so eine Kiste? Ich will eine Kiste machen, da brauche ich anderes Holz. Ja, aber ich kann wieder nicht bauen. Ich weiß nicht warum. Bratspieß. So, was fehlt denn da? Es fehlt nichts. Ich habe ein Seil, eine Feuerstelle halt. Kann ich jetzt hier irgendwie draufklicken? Firepit. Muss man die irgendwie nehmen? Inventar kann man die ja nicht haben. Gib mir mal dein Seil. Oh, kann ich noch ein Seil machen? Warte, ich gucke mal, ob ich noch ein Seil machen kann. Also ich habe entweder... Was mache ich beim Bauen falsch, ist die Frage. Ich muss erstmal hier Sprösslinge finden. Moment. Kann dir ein Seil geben, ich habe Seil. Dann drop mal hier ein Seil. Hä, was ist denn auf Q? Transportmittel, Farming? Ach du Kacke. Da kann man auch eine Kokosnuss bauen, hast du es gesehen? Auf Q? Auf Q lege ich Sachen hin. Ja, nein, wenn du... Oh, wenn du im Baumenü bist, warte, ich schmeiß dir eben das Seil. Baumenü hin. Und dann Q. Ach ja, hier geht's. Oh, guck mal, dann können wir die Kokosnuss... Guck mal, sogar mit Aloe Vera. Richtig Luxus. Oh, mir wird kalt. Okay, machen wir mal Feuerchen an. Weil ich glaube, wir kriegen jetzt gleich so einen Tropensturm. Mach ich mal Feuer. Oh Gott, wir brauchen erstmal hier wieder so ein Campfire. Das ist nämlich empty. Sag doch, es kommt ein Sturm auf. Stöcke. Ich brauche Stöcke. Ich brauche viel mehr Stöcke. Moment. Also, hack ab. Hier liegen auch noch zwei rum. Hinter dir drei Stöcke liegen. Ich muss erstmal hier den Stinkekrebs wegwerfen. Boah, Alter. So, habe ich jetzt genügend Stöcke für ein Feuer? Moment, C. Ne, ein Stock fehlt mir noch. Hast du noch einen Stock? Liegt irgendwo noch ein Stock? Nee, ich habe leider keinen Stock gerade. Wir brauchen dringend jetzt einen Stock. Hast du das Floß festgemacht? Nee. Das ist keine Ich wollte ja an Land ziehen. Ich leg mal hier meine Nüsse hin. Wenn das nämlich weg ist, sind wir am Arsch. War richtig. Ja, dann guck mal du nach dem Floß. Sag mal, hast du meine Axt gesehen? Die habe ich nämlich auch hier hingedroppt. Weiß ich nicht, Oh nein, ich habe mein Steinwerkzeug weggeworfen. Hast du meine Axt irgendwie mitgenommen? Nee. Cool, wir werden echt verrecken hier. Ich habe meine Axt verloren. Also er hat sich bestimmt hier schön die Vorräte aus dem Boot rausgenommen und denkt sich, ja, lass uns hier stehen. Nee, ich konnte nicht alle holen. Nein, ich habe doch gesagt, hilf mir mal das Ding an Land zu ziehen. Anscheinend kann man das irgendwie an Land ziehen. Ich weiß nur nicht wie. Oh, wow, 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 wow. Okay, ich brauche einen Stock. Nur einen Stock. Ja, ich weiß auch nicht. Kannst du hier nicht einfach so einen Ficus irgendwie niederhacken mit dem normalen Hackwerkzeug? Ich weiß nicht. Ich versuch's, Moment. Ist hier noch irgendwo einer? Hier habe ich einen, warte. Den hacke ich jetzt kaputt. Ja, keine Ahnung, hier. Wo meine Axt hin ist. Warte mal, ich habe hier einen. Hier liegen auch ein Haufen Stöcke jetzt. So.
Jetzt mache ich erstmal ein Feuer, aber denkst du, das hält bei diesem Tropensturm? Ist doch ganz schön laut. Okay, warte mal, ich kann das hier nicht bauen, weil irgendwas im Weg ist. Nee, du musst, warte, das ist ja leer Feuer. Kann man das nicht irgendwie auffüllen mit irgendwas? Ja, nee, aber wie? Achso, keine Ahnung. Kann man es nicht irgendwie wegmachen? Ich kann es nicht zerstören, weil ein anderes... Warte mal. Ich kann es nicht zerstören, weil ein anderes Ding... Weil die, wahrscheinlich der Steinkreis drumherum ist. Ja, ja gut, aber das müsste ja normalerweise dann reinsetzbar sein. Weißt du, was ich meine? Siehst du irgendwo noch Kokosnüsse? Hier, guck mal, kannst du einfach auffüllen, das Feuer. Zack, zack, zack. Ach, du kannst einfach Stöcke in die Hand nehmen und auffüllen. Ja. Hier, zack. Achso, das wusste ich ja nicht. Ich meine, ich habe einen Anzünder. Ey, wo ist mein Steinwerkzeug hin? Moment. Ich mach hier Feuer. Ist mein Steinwerkzeug geklaut? Nö. So, brennt, brennt, brennt. Hier ist der Spieß. Du kannst jetzt offiziell Essen machen, aber ich bin gerade am Verdursten. Haben wir noch irgendwas zu... Hier unten ist noch eine Kokosnuss, die hole ich nochmal schnell. Ich hab auch noch eine geschnappt. The coconut is the big, big... Big, big nut. Nut. Okay, ich habe zwei Nüsse. Wieso kann ich die jetzt nicht... Ich verstehe das nicht. Du musst den irgendwie noch häuten, hat jemand geschrieben, den Fisch. Den Fisch häuten? Ja. Schnell, ich brauche die Nuss. Dann lege ich die Sardine mal hier hin. So, irgendwo war noch meine Krabbe. Ach, hier ist meine Axt. Ich habe meine Axt gefunden. Ich will noch meine Krabbe finden. Was war das? Und, kannst du sie häuten? Nee, irgendwie nicht. Kannst du sie häuten? Not enough room in inventory. Zum Aufnehmen. Nee, zum Gegenschlagen. Hier, ich mach jetzt erstmal noch meine Kokosnuss. Hab ich hier wieder ein bisschen Platz hier. Moment, ich habe doch eine. Hier, die hier ist trinkbar. Und jetzt drop ich sie. Wo ist der Fisch? Weiß ich nicht, liegt der da nicht mehr? Da hinten ist die Krabbe. Schau mal, ob ich die Krabbe irgendwie auseinanderpflücken kann. Nope. Aber die Wellen und so sieht schon cool aus. Unser Boot ist aber sicher, ja? Weiß ich nicht, nee. Was? Na doch, ist sicher. Ist sicher. Schwimmt anscheinend nicht weg. Geht zum Mitfahren. Aber der Sturm ist ganz schön laut. Wann hört er denn auf? Brauchen wir irgendwas wie so ein Spieß? Weißt du, so ein Spieß, wo wir die aufhängen können. Gibt's da irgendwas? Nee, ich dachte, so ein Bratspieß reicht halt dafür. Mal hier. Ne? Was ist ein Splint? Was ist denn ein Splint? Splint? Drück mal Q, da siehst du noch Sachen. Weiß nicht. Ich Water Skin, Coconut. Muss mir mal ein Seil machen. Die Schildkröte töten? Warum willst du jetzt eine unschuldige Schildkröte ermorden? Die ist schuldig. Was hat sie denn getan? Sie hat sich schuldig gemacht. Aber wie? Wie? Was hat dir jetzt diese kleine, zarte, ich gehe meinen Weg und möchte dir nichts Böses tun, Schildkröte getan? Wir haben Hunger und sie ist da, um gegessen zu werden. Und jetzt rennst du da ins Meer und verprügelst Schildkröten. Ist das dein Ernst? Das ist doch eine Sardine. Ja, aber du weißt nicht, wie man sie isst. Nee, eben nicht. Das ist ja... Gibt's denn irgend sowas wie ein Spieß? Drück mal C und dann Q. Da gibt's ja für Lebensmittel Sachen. Hier ist so ein Diskus. Weil ich werde jetzt eine Wasserfilterungsanlage. Das ist jetzt mein Plan. Ich werde unser Überleben sichern, indem ich uns jetzt... Ich baue nur eine Kokosnuss. Da hinten ist noch eine. Wasserbeutel, Schiene, Gegengift. Elgaso. So, warte mal, warte mal, warte mal. Das riecht doch jetzt hin. Erstmal ein Seil. Bam. Hier ist Bauen. Anzündhölzer, Schnur.
Vielleicht brauche ich ein verfeinertes Messer. Vielleicht. Mach dir halt mal. Eine Schnur, einen Stock und ein Seil. So, aber ich mache jetzt erstmal hier so ein... Ja, das brauchen wir, ne? Das war's, oder? Wie habe ich davon drei Stück? So. Stock. Ist da noch was drin, was man trinken kann? Oh. Oh ja, geil. Das hat richtig gut was gegeben. Was hast du getrunken? Seilkokosnuss. Und mit der Seilkokosnuss und anderen Dreck könnte ich ein Water Still machen. Wir haben jetzt eine Option darauf. Dann könnten wir Wasser endlich uns zusammenzaubern. Dazu brauche ich eigentlich nur noch ein Seil. Kannst du ein Seil herstellen? Ich suche ein paar Steine. Achso, ich wollte jetzt ein Messer bauen. Ich habe auch einen Kompass. Langsam geht uns hier aber auch so ein bisschen der Schatten aus, ne? Ah, guck mal hier. Zack. Ich verstecke mich mal in den Büschen. Ich lebe jetzt in den Büschen. Und, kannst du es jetzt ausnehmen, den Fisch? Ja. Kannst du auch dann... Dann gebe ich dir mal die Krabbe. Vielleicht kannst du die auch bearbeiten. Guck mal hier. Hast du eine Krabbe? Ich kann am Spieß nur ein Ding braten? Ach komm. Das ist ja übel. Wo ist die Krabbe? Hier, direkt vor dir habe ich es hingelegt. Kannst du die auch bearbeiten? Ja, ja. Okay, dann schau mal, ob du ein Seil noch hinbekommst. Warum sind Steine auf einmal so selten? Hast du noch Steine? Nee. Steine sind echt selten. Ich habe eine Pipi-Plant gefunden. Was kann man damit machen? Wann sehe ich, ob das Fleisch denn ready ist? Weiß ich nicht. Ich weiß über das Spiel gar nichts. Klein Fischfleisch. Wie kann es sein, dass Steine so selten sind? Kann man hier eigentlich auch in irgendwas Giftiges reintreten? Ja, ich glaube. Schlangen oder so. Du willst mal so sagen, hier gibt es giftige Inselschlangen. Hier gibt's alles. Wie hast du denn mit dieser Kokosflasche dann... Hast du dann Salzwasser getrunken oder was? Nee, nee, da ist dann ein Schluck drin. Aber glaub mir, ich bin schon wieder am Verdursten. It's not enough. Ich muss erstmal hier noch Steine finden. Und Steine. Gerade im Wasser, ob hier irgendwo Steine sind. Warum sind da hinten eigentlich Möwen? Oh, ich bin auf irgendwas getreten, glaube ich. Was war das? Eine Krabbe hat mich hier gepiekst. Oh, die Krabben, du. Wie mach ich tot? Hä, wie dumm ist das denn, dass nur so ein kleines Stück Fleisch da auf den Dings passt? Das ist auch ein bisschen sehr unrealistisch, also... Ich habe auf jeden Fall schon mal eine Krabbe ermordet, wieder. So, hier, Champ. Für dich. Oh. Eine weitere Krabbe. Oh, das ist fertig, hier, das eine. Woran sieht man das? Das ist die Stand Frage. Stand jetzt irgendwie... Warte. Stand da fertig, oder was? Nee, es geht noch weiter. Small Crab Meat. Steht vielleicht irgendwann Small Cooked Crab Meat oder sowas dran. Das meine ich ja. Aber wir haben ja hier noch super viel Kokos zum Essen. Wir wollen halt Steine. Guck mal, hier ist doch ein Rock. Wie kann ich denn eine Spitzhacke machen? Oder ich begebe mich Abenteuer andere Insel und hol dort Steine. Weiß nicht, ey, meine HP ist extrem gering, ne? Wie kann ich die... Warte mal, ich gebe dir mal was. Das habe ich gefunden. Vielleicht kannst du es damit wieder herstellen ein bisschen. Hier. Bandage. Soll ich die mal benutzen? Ja, klar. Du bist ja eigentlich... Ja, Behandlung von Blutungen. Ich habe ja keine Blutung. Ja, okay, dann weiß ich es auch nicht. Dann kann ich es ja auch nicht sagen. Weil es wäre auch ganz gut, wenn wir uns mal hier so eine Kiste machen, aber dafür brauchen wir irgendwie Holz. Also so. Ja gut, du hast die Bäume und. Nee, wir brauchen richtiges Holz. Verarbeitetes Holz. Nicht einfach nur so ein Stamm. Hier in der Plank Station. Wir bräuchten auch sowas wie eine Axt. Oder eine Picke, meine ich, eine Picke. Hast du noch was für ein Seil?
Nee. Ich brauche noch ein bisschen was für ein Seil, dann könnte ich mir hier was machen. Grober Speer. Du kannst auch C gedrückt halten, dann siehst du, was du gerade aktuell mit allen Sachen, die in deinem Inventar sind, craften kannst, ne? Was ist jetzt mit der Krabbe? Kannst du die essen? Ist sie durch? Ich weiß nicht, ob ich die durch eine Krabbe gerade in der Hand habe oder nicht. Hier steht da nicht irgendwas so wie guckt. Das Ding ist, hier steht Kleinkrabbefleisch. Gekocht Kleinkrabbefleisch. Nämlich, habe ich die jetzt in der Hand oder was? Ich werde es mal riskieren, aber dann vergifte ich mich und sterbe wahrscheinlich. Ja. Ja, beim Miet bin ich voll. Trinken halt nur nicht. Aber mein HP sinkt trotzdem wegen meinem Ausschlag. Ja, soll ich auf dich draufpinkeln? Ist ja auch noch eine Option. Ich mach's. Kein Problem. Wenn's hart auf hart kommt. Guck mal, jetzt, das ist gekocht. Das kannst du essen. Steht jetzt gekocht. Ja. Ja, jetzt ist gekocht. Genau. Ich hab Hunger. Oder sollen wir mal rüberfahren und gucken, ob wir irgendwie Aloe-Paste oder so machen können? Wir müssen uns irgendwie. Ich bin der Meinung, wir müssen irgendwo hinfahren. Jetzt bei Nacht. Das ist die Sonne nicht das Problem. Und dann holen wir uns irgendwie eine schöne Paste. Aber ich weiß nämlich nicht genau, warum ich durchgehend immer noch sterbe. Ich habe nur noch einen Health-Pack-Dings. Dann leg alles Unnötige mal weg. So, also an unser Lagerfeuer. Leer dein Inventar, dann können wir auch schön was mitnehmen. Mache ich jetzt auch. Ich leg mal alles dahin. Verschwindet ja Gott sei Dank nicht. Kompass lege ich mal hier hin. Und hier direkt bei den Kokosnüssen einfach so alles mal dazwischen legen. Lappen. Anzünder. Auch mal dahin. So. Dann liegt hier schon mal alles, falls du stirbst. Keine Ahnung, wo du ja landest, wenn du stirbst. Weiß ich ja nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt unten schon mal am... Eine Fackel? Eine Fackel könntest du mitnehmen. Das wäre ganz nützlich. Ich habe keine Fackel. Ich habe leider keine Fackel. Okay, ich habe ein Paddel. So, ich fahr mit. Wo fahren wir hin? Da hinten die mit den hohen Bäumen, oder? Ja, die hier dachte ich da, wo ich jetzt gerade drauf zusteuere. Die sieht nicht so weit aus zumindest. Ja, aber die links ist noch näher dran, die da. Ja. Die da hinten? Die? Nee, die linke. Also jetzt geradeaus. Also wo ich jetzt gerade. Ich guck halt woanders hin. Jetzt drehen wir uns im Kreis. Die da beim Boot da hinten. Nee, nicht beim Boot. Die ist ewig weit weg. In die andere Richtung jetzt. Also genau gegenüber. Über den großen Bäumen. Ja, die meinte ich doch, die da hinten. Weißt du? Ja. Wo ich jetzt drauf zusteuere. Ja, genau. Ja, die dachte ich auch. Schauen wir mal, was passiert. Wahrscheinlich werden wir alle sterben. Höchstwahrscheinlich, gut, ja, ja. Klar, ich bin mit einem Mayonnaise-Koch gestrandet. Das Unnötigste, was du überhaupt mitnehmen kannst. Mayo-Meister. Ich bin Mayo-Meister. Mein Mayo-Pinsel ist sehr feucht. Mayonnaise-Gemälde sind sicherlich sehr wertvoll. In keinem Land der Welt wollen Leute Bilder... Du hast auch gesagt, niemand würde einen Hinternabdruck kaufen. Tausend haben geschrieben. Ach, hey, Quatsch, boah, niemand hat geschrieben, nein. Ich gebe dir 500 Euro für einen Hinternabdruck. Okay, dann bin ich aber gespannt. Mach du mal deine 500 Euro mit deinen Hinternabdruckbildern und dann reden wir weiter. Das Video dazu gibt es auf OnlyFans für nur 30 Euro im Monat. Würdest du deinen Hintern wirklich auf OnlyFans präsentieren für 30 im Monat? Keiner will so einen kalkweißen, flachen Arsch sehen. Ist er haarig? Nö, eigentlich nicht so. Da habe ich zum Glück nicht so das Problem mit. So Rücken, Arsch und so ist nicht so schlimm. Das ist richtig übel, wenn du so richtig einen Affenhintern hast. Ne? Obwohl Affen haben ja eigentlich nichts da hinten. Ja eben, viele. Affen haben ja so einen blanken Arsch. Deswegen, woher kommt dann Affenarsch? Wahrscheinlich eher von blanken Hintern. Okay, noch geht's mir gut. El Cayo Blanco del... Ich muss sagen, ich bin auch jetzt Mexico. Ziemlich am Ende meiner Kräfte. Also es ist schon anstrengend. Es ist echt weit weg, ne? Ich habe gedacht, das wäre so... Man segelt kurz rüber, ist schon ein Stück. Ja, das ist schon ein Stück. Das ist auf dem Wasser immer. Auf dem Wasser immer oder generell auch so Berge und so, wo du jetzt denkst, so, ach, das sieht ja gar nicht so weit aus. Und dann merkst du, es ist ein Marsch von 2 Tagen. Ja. Das unterschätzen viele Menschen, ne? Wie weit so 50 Kilometer Sichtweite sind. Kann man denn unser Feuer sehen? Hat unsere Insel Licht? Ich meine, du kannst dich gerade besser umgucken als ich. Nee, aber wir wissen ja ungefähr, wo es ist, aber den Schiffen. Ja, da ist nämlich jetzt auch wieder ein Schiff. Was sag ich hier für eine Gegend? Ja, eins nur. So ein Piratenfriedhof, wo wir gestrandet sind. Ja, ja.
Was ist das da hinten? Das ist irgendwas Großes. Ist das Lehm? Ist das eine Lehminsel? Ich weiß nicht. Oder sind das Riesengrabben? So, wir sind hier. Ich höre meinen Herzschlag oder deinen. Was ist das? Was ist das? Guck mal, siehst du diese Kreaturen? Was sind das für Dinger? Blanken, ich sehe keine Kreaturen. Hier, komm mal zu mir. Komm mal zu Haufen mir. Krabben auf dem Boden, mehr sehe ich nicht. Das da, was ist das für ein Ding? Oh, was ist das, Alter? Das ist doch nicht normal. Oh Gott. Ey, ich weiß nicht, ob wir hier sein sollten. Oh. Kann man das töten? Weiß ich nicht. Hast du einen Speer oder sowas? Nö, ich habe eine Axt. Schau mal, ob du einen Stock findest. Der kommt dir nämlich hinterher. Ich suche gerade nach Essen. Aber es ist verdammt dunkel hier. Was ist das für ein komischer, riesiger Klotz? Was habe ich hier? Oh, was ist das denn? Wildschwein! Mich greift ein Wildschwein an! Ach du Scheiße, Alter. Was für eine Kackidee, hierher zu gehen. Hast du zufällig Aloe gefunden? Oh, was ist das denn? Ein Boot. Ich habe Boje-Balls. Eine Hautcreme oder so? Nee, ich habe keine antibakterielle Hautcreme gefunden. Ich habe hier was gefunden. Warte mal, was ist das hier? Ich habe irgendwelche Vehicle-Parts gefunden. Ja, ich hatte vorhin auch schon Filter und so. Nehme ich mal mit. Was kann ich denn hier mit diesen... Was kann ich damit machen? Ich kann hier... Aha, ich habe hier was für Raft gefunden. Okay, ich habe so Bojebälle gefunden. Ja, Bojebälle. Die hatten wir aber hinten bei uns auch auf der Insel. Ich habe sie jetzt mal mitgenommen. Gibt es hier keine Kokosnüsse? Doch, hier. Okay, warte, ich muss ganz schnell eine Kokosnuss trinken. Ich glaube, ich habe Aloe Vera gefunden. Alter, die Musik macht mich gerade ziemlich nervös. Irgendwie verglitscht oder so. Oh, eine Ration. Oh, Gott sei Dank, was zu trinken. Oh, das war knapp. Ich habe Aloe Vera gefunden. War geil, warte, ich brauche das dringend. Wie geht das? Muss man das einfach... Oh, was ist das? Hier irgendwo ist eine Schlange. Oh, Steine, hier gibt's Steine. Aber ich habe nicht genügend Platz, Moment. Ich habe Aloe Vera. Ich schmeiß mal ganz kurz die leere Kokos weg, weil wir brauchen unbedingt Steine. Ich ernte hier mal alles an Aloe Vera, was ich finden kann, ja? Ja, ich sehe halt nichts, ne? Es ist extrem dunkel. Wie sieht das? Setzling, Palme? Nee, das sind schon große Pflanzen mit einer Blüte, einer roten in der Mitte. Schwer zu übersehen, die Dinger. Okay, mein Freund. Ich habe Aloe Vera für dich. Lass mal hier an den Rand gehen, nicht, dass dieser komische Crab-Mogul uns da frisst. Ja, und da hinten ist halt ein... Das ist doch ein Babyschwein da hinten. Das werde ich sowas von kalt machen. Wenn du einen Stock findest, können wir Spieße bauen, Speere. Guck mal, hier sind Krabben. Ich mach die tot und du nimmst sie mal mit. Ah. Weil ich bin leider voll. Und die zwicken. Drecksviecher. Gib mal Aloe. Aloe, ey, Alter, Walla, gib mal Aloe. Mach mal Aloe klar. Ich meine, ich muss irgendwas droppen. Ball. Hier ist Doppel-Aloe. Muss ich mal eben gucken, kann ich da irgendwas draus machen? Das sind super viele Krabben, du. Helle Herstellung. Oh. Leg mal kurz die Krabben dahin. Ja, kannst jetzt irgendeine Salbe machen. Ich weiß nicht. Hab ich's gegessen? Hast du die gerade wirklich gegessen und hat's was gebracht? Ich glaube, ich habe Aloe gegessen. Oh Mann, wir werden sterben. Ja, aber... Handwerk. Werkzeuggürtel. Guck mal, wo ist denn hier was zum Heilen? Drück mal Q. Vogelfalle, Fischfalle, Holzhaken. Hier, hier ist doch sowas mit Kokos und Aloe. Zwei Büschel hättest du hier so einen komischen Shake machen können. Antidot, das ist ein Gegengift. Ja, da hättest du was machen können. Zweimal Aloe Vera und ein Kokosflask. Ja, okay. Aber ich habe weder Kokosflask, da brauchst du noch ein Seil für... Nicht so gut. Ich habe einen Kokosflask.
Wenn ich jetzt nochmal Aloe Vera finde, aber das habe ich da hinten jetzt abgeerntet. Aber die Folge ist rum, Leute. Die geht auch schon wieder voll lange. Ach du Kacke. Ja, okay. Okay, dann. Aber wir können ja eh nicht speichern. Nee, wir müssen jetzt zurück. Mit den letzten Kräften. Kann man eigentlich hier auch was lagern? Nee, leider nicht. Weil ich nehme noch den Stein mit, weil bei uns gibt es keine Steine mehr. Mittlerweile selten. Ich kann das Paddeln nicht nehmen. Du musst paddeln. Mit deinen letzten Kräften jetzt noch paddeln. Ich bin fast tot, ne? Also. Okay, was werfe ich dafür weg? Paddel aufnehmen. Ja, und bedienen. Dann einfach E. Dann kannst du lospaddeln. Aber wohin? Ja. Geradeaus wieder zurück. Da, wo ich hingucke. Da, wo ich stehe. Siehst du, wo ich stehe? Ja, ja. Wo ich hingucke, da lang. Da paddelst du hin. Gut, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Vielleicht überleben wir es, vielleicht nicht. Es wird spannend. Auf Wiedersehen und tschüss! Wiedersehen.